Was war es Ihnen wichtig, heute den Anwesenden mitzugeben? Dass wir bei aller Veränderung gucken müssen, was auch bleiben muss, was wir berücksichtigen müssen, weil wir als Menschen uns nicht so wahnsinnig schnell verändern wie die Rahmenbedingungen um uns herum. Und das ist eben unheimlich wichtig, sich auch darauf zu besinnen, was muss eigentlich bleiben, damit wir in Zukunft auch noch beweglich sind, dass wir gesund bleiben und dass wir Lust am Leben haben. Wie kann man das vielleicht auch auf den Workplace der Zukunft beziehen? Ja, das zentrale Thema, das ich versucht hatte mitzugeben, war, dass der Zusammenhang zwischen Gesundheit, zwischen geistiger Agilität, dass das eben tatsächlich ein Thema ist, was den ganzen Menschen betrifft. Das ist nicht nur spezialisiert, es geht nicht nur um Aufgaben, es geht nicht nur um IT, es geht nicht nur um Organisation, sondern alles kommt für den Menschen zusammen und der ist ein physiologisches Wesen, ein Organismus, der bestimmten Gesetzmäßigkeiten gehorcht, der bestimmte Voraussetzungen braucht. Wir laufen einfach ein bisschen Gefahr im Moment, dass wir in einem Evolutionsschritt sind, wo aus der hilfreichen Entlastung und dem mehr an Komfort und dem leichteren Leben auf einmal eine totale Unterforderung wird, die tatsächlich dazu führt, dass wir degenerieren, dass wir viele Kompetenzen verlieren und dass wir tatsächlich durch die Digitalisierung, wenn wir nicht aufpassen, auch verdummen. Könnte man denn sagen, ein starres Arbeitsumfeld oder ein Starre im Arbeitsleben führt auch zu Starre in der Arbeitswelt? In jedem Fall. Es führt tatsächlich auch zur Reduktion. Also im Extremfall, wenn man es konsequent durchdeklinieren würde, würde es zum Tod führen. Wir brauchen Abwechslung, wir brauchen Reizsetzung, wir müssen uns bewegen, wir müssen unser Gehirn und alles benötigt diese Impulse. Leben ist Stoffwechsel und Stoffwechsel hat mit Bewegung zu tun und wenn wir da unter ein bestimmtes Mindestmaß gehen, ist das in jeder Hinsicht eher eine Degeneration als ein Fortschritt. Und wie könnte man das denn ändern? Also wie müsste denn so ein Büro aussehen, damit wir sozusagen genug Beweglichkeit auch haben? Also das läuft nicht kognitiv. Das geht eigentlich nur über Emotionen, über Reizsetzung, die über die Sinne, was wir heute auch gehört haben, wahrgenommen werden. Eine Treppe, die im Mittelpunkt steht, die offen ist, die toll gestaltet ist, wo man Lust hat, die zu gehen und sich sehen und gesehen werden. Das sind ja so typische Dinge, die eben so alt sind wie die Menschheit. Die wird auch funktionieren, dass die Leute Lust drauf haben, sie zu nutzen. Wenn es die Feuertreppe ist, die irgendwo weit in der Ecke ist, die kein Tageslicht hat, wie die zugig ist, die Tritthöhen hat, die eben Fluchttreppencharakter haben, dann können wir nicht erwarten, dass die Leute die Treppe laufen und nicht den Aufzug nehmen. Was wäre denn Ihr Rat vielleicht auch an die Unternehmen, was sie besser machen sollten für die Zukunft und den Workspace? Wir müssen eigentlich bei allem, was wir tun, allem, was wir gestalten, jeder Prozess, jede Organisation immer auch gucken, was heißt das eigentlich für diese vitalen Prozesse des Menschen. Und wenn wir das auf dem Schirm behalten und immer mit berücksichtigen, dann ist das gar nicht schwer. Aber ein bisschen mehr hilft schon viel mehr. Also das ist die große Chance. Es geht gar nicht darum, dass es um Workout und Sport und Fitness geht, sondern es geht darum, dass wir mit einer kleinen Intervention, mit ein bisschen Reizsetzung wieder diese Reaktionen schaffen, die unsere Kompetenzen erhalten.